Ich melde mich jetzt heute hier vom Laacher See bei Maria Laach bei Mendig. Und wir sitzen hier im Boot und wir wollen ein bisschen über das Naturschutzgebiet sprechen und über den Laacher See an sich. Was für Freizeitmöglichkeiten habe ich denn hier, außer zu paddeln und Ruderboot zu fahren? Und ich hoffe, wir paddeln nicht aus dem Bild. Ruderboot haben Sie schon angesprochen. Natürlich haben wir das Naturschutzgebiet mit ganz, ganz vielen Wanderwegen, Uferrundweg, der Höhenweg, zwei Höhenwege in verschiedenen Kilometer Länge. Ja. Der Pellenzer Traumfahrt, Seefahrt kommt hier vorbei. Wir haben natürlich die Abteikirche, die man besichtigen kann. Gruppen können sich hier anmelden im Klosterforum, können eine Führung über das Klostergelände natürlich buchen. Für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt. Wir haben natürlich das Seehotel mit unserem neuen Restaurant 1093, was an Ostern eröffnet hat. Die Laacher Betriebe an sich sind sehenswert. Die Kunstwerkstätten haben wir. Klosterladen buchen Kunsthandel und Klostergärtnerei laden ein. Es gibt den Ausstellungsgarten der Kunstschmiede, der zu normalen Zeiten auch geöffnet ist, wo man keinen extra Eintritt braucht. Und ja, hier gibt es was zu erleben. Es war ja Vulkan, wo man sagt, naja, aktiv ist immer Stand. Was kann man darüber berichten? Ruhig. Sehr gut, sonst hätte ich mich auch nicht hier drauf getraut. Aber ja, weil man berichtet ja immer so darüber, von wegen noch aktiv und keine Ahnung. Also wie hoch ist hier die Aktivität? Also natürlich, wir sind hier in der ganzen Eifel, natürlich im Gebiet von Vulkanen. Das ist auch die jüngste Landschaft hier in Deutschland. Vulkanische Aktivität sieht man natürlich auch in Andernach am Geysir. Ja, das ist auch CO2, was ähnlich, das Ganze genau austreibt. Ja, ja, ja. So, von daher, es ist eine junge Region sozusagen und der See ruht sozusagen. Perfekt. Sonst hätte ich mich auch nicht hier drauf getraut. Naja, aber man muss ja auch für Aufklärung sorgen. Was mir aufgefallen ist, ist das kristallklare Wasser. Das ist ja schon wirklich was Besonderes. Durchaus, genau. Wir sind ja hier im Naturschutzgebiet, im Geopark Laacher See. Das ist auch das größte Naturschutzgebiet in Rheinland-Pfalz, soweit ich weiß. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir hier ein relativ gutes Ökogleichgewicht haben im See, dass das Algenwachstum nicht so hoch ist und hier natürlich das Habitat für Tiere und Pflanzen erhalten bleibt. Ganz viele Besucher nehmen darauf auch sehr, sehr Rücksicht. Und so können halt unsere Gäste das schöne Seewasser genießen. Perfekt. Ja, also ich, wie heißt das so schön, wir sitzen alle im gleichen Boot. Die Frage ist nur, wer rudert. Richtig. Ich würde sagen, wir haben noch viel zu erleben hier auf oder bei Maria Laach.